Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hoch bei einer neuen Runde Le Sims de 4. Und das ist jetzt schon mein dritter Versuch, mein dritter Anlauf. Denn ich wollte gerade ganz lecker halt wieder eine Aufnahme starten und dachte mir, ja, yeah, ich gucke mir, ne, die sind alle drei gerade so im Ruhemodus und wir gucken erstmal so durch, planen das direkt alles voll geil ein und so, damit das alles ganz smooth verläuft. Und das Problem ist, ich konnte wieder nichts auswählen. Hab das Spiel neu gestartet, ich konnte immer noch nichts auswählen. Hab ein bisschen rumgelesen, hab jetzt nochmal gestartet und jetzt geht's wieder. Ganz merkwürdige Geschichte. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da falsch läuft, aber naja. Ist halt blöd, ich muss in der Not mir echt mal überlegen, was ich als Alternative dann mache. Aber ich glaube, ich weiß schon was. Mal sehen. Auf jeden Fall ist ja egal. Jetzt funktioniert es ja einigermaßen und von dem her würde ich nochmal hier durchgucken. Gonzales, der Gute, ist einfach nur stinkig. Wilma stinkt und hat Hunger. Und Gernard hat Hunger. So, jetzt wollte ich das eigentlich so planen, dass Wilma zuerst eine Kleinigkeit zu essen kredenzt. Wie sieht der Kühlschrank aus? Was ist denn noch drin? Wir sehen wieder nichts. Ich habe keine Ahnung, ob es wirklich nichts ist. Oder was auch immer. Ich wusste gar nicht. Ganz ehrlich, ganz am Anfang habe ich echt nicht gewusst, dass Sims so eine verbackte Kacke ist. Ich hätte echt gedacht, dass das mal ein bisschen was mehr kann. Aber gut, so, er soll kochen. In der Zeit kann der Gonzales nämlich einmal auf die Toilette gehen und dann duschen. In der Zeit kann er hier eigentlich nur warten. Jetzt müssen wir mal gucken, kann er denn vielleicht schon mal, er sollte programmieren. Dann lassen wir ihn doch so lange, nur so lange, wie er warten muss, einfach mal programmieren. Ich weiß, er hat Hunger, aber wir probieren das jetzt einfach mal so. Zack. Und du hörst auf zu schlafen. Du hörst auf zu schlafen, einfach damit wir hier einen reibungslosen Ablauf bekommen. Ich weiß, dass du Hunger hast und du hast hier den Müll liegen. Komm, den räume ich dir mal per Hand weg. So nett bin ich heute mal. So. Oh, jetzt muss ich kurz husten. Oh je, Moment. So. Das war das. Und Gernard muss in einer Stunde schon bei der Arbeit sein. Oh je. Da müssen wir uns natürlich erstmal beeilen. Warum stellt Wilma den Kram auf den Boden? Fortsetzen. Weg. Weg mit den Käsecrackern. Stört der Messerblock doch? Nimm und setz das jetzt fort, Alter. Okay, hat also doch da auf dem Counter gestört. Ich würde sie gerne anders platzieren, aber geht leider gerade nicht anders. Müssen wir dann eben so machen. So. Ja, in einer Stunde, das schafft er nicht. Da muss er die Käsecracker essen. Hilft ja leider nicht. Da hat er nur 25% von seiner Tagesaufgabe. Die sollte ja auch eigentlich jeden Tag stimmen. Aber gut. Er macht jetzt eben schnell die Fischtacos und danach kann er ja dann nur hier. Hoffentlich tropft nicht was von seinem Schweiß noch mit in die Marinade, aber vielleicht ist es ja das auch das Geheimnis. Oh, sie sind fertig. Dann nimm dir doch ein Gericht davon. Packen wir die doofen Käsecracker mal weg. Und Wilma hat Level 5 der Kochfähigkeit erreichen. Wilma hat jetzt das Rezept für Amaretta und Fish & Chips gelernt. Außerdem hat er die Feinschmecker-Kochfertigkeit freigeschaltet und hält beim Kochen die Stimmung kompetenter Koch. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das mag ich. So, danach muss er zur Arbeit gehen. Das ist aber okay. Er ist gerade dann perfekt gewappnet und gerüstet. Das ist super. Er muss jetzt gleich zur Arbeit, das wissen wir. Wir achten auch darauf, dass er rechtzeitig zur Arbeit kommt, aber er muss sich hier halt einmal kurz lecker was essen. Die beiden unterhalten sich. Nicht. Und er ist auch glücklich, weil... Oh, das sind gute Fischtacos, ja. Na, guten Morgen, Jungs. Fischtacos. Oh, ich esse mal ein paar Fischtacos. Ja, danke, danke, danke. Fischtacos. Mm, nam, nam, nam. So, jetzt gehst du mal auf die Toilette und verwendest die Dusche. So. Ja, zweimal brauchst du nicht auf Toilette gehen.
Und jetzt sitzt er hier ganz alleine rum und es ist natürlich schön, wie hier überall die Fischtacos rumliegen. Das packe ich mal wieder im Kühlschrank. Ach ja, ich würde gern mehr Interaktion und Unterhaltung von denen auch besprechen, aber das ist halt manchmal nicht so einfach. Letztes Mal waren wir ja im Club und das hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube, solche Ausflüge machen wir öfter, weil da zum Beispiel auch der liebe Wilmer das Mixen kennenlernen kann und so weiter. Das ist ja etwas, was er gerne machen möchte. Hier, ne, Beförderung ist ja auch. Entschuldigung, es ist früh am Tage, deswegen genehmige ich mir mal einen Kaffee. Wann muss er denn zur Arbeit? Heute hat er frei. Gonzales auch. Das ist ja super. Er hat auch alles schon abgeschlossen, was ihm so zu seinem Glück fehlt. Und er räumt jetzt gerade mal auf. Er duscht sich hier erstmal schön ab. Ach, unser Gonzales. Ach schön, so. Ich würde sagen, dann können die beiden eigentlich gleich wieder losziehen. Ne? Ich meine, es ist früh am Tage. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht ganz so cool. Aber auf der anderen Seite können sie da vielleicht in Ruhe ihren Stoff üben und durchziehen. Ja. Ne, normal, ob der Gonzales jetzt zu Hause Gitarre spielen übt oder ob er das unterwegs macht, das ist völlig egal. Und da kann der Wilmer dann seine Mixerfähigkeit zeigen. Er möchte im Internet surfen, lassen wir ihn machen. Die Gerichte packen wir auch nochmal im Kühlschrank. Ich hoffe, es ist auch immer im Kühlschrank gelandet. Er duscht sich wirklich sehr, sehr ausgiebig, aber er war auch sehr, sehr dreckig. Komm, wir beschleunigen das mal. Schlampiger Code. Gernhard hat bemerkt, dass sein neuer Kollege einen fetten Bug verursacht hat. Sagt er dem Produzenten Bescheid oder hält er den Mund und versucht, den Fehler zu beheben? Wir versuchen, ja, das heißt halt Kollegen anschwärzen. Normalerweise würde man halt schon ihn drauf ansprechen und sagen, pass auf, ne, kann das sein, hier, guck nochmal drüber. Aber hier ist es halt mit dem Anschwärzen. Das hört sich so an, als ob er über hinter dem Rücken über einen redet quasi. Und deswegen versuchen wir mal einfach still und heimlich das Ding zu korrigieren. Auf der anderen Seite macht der Kollege die Fehler so ja jedes Mal. Er reproduziert das ja dann vielleicht. Naja, wir probieren es so. So, geschafft. Der Produzent lobt Gernhard und hat dem neuen Kollegen auch noch einen Gefallen gut. Das könnte irgendwann nützlich sein. Leistungsverbesserung mittelgroß sogar. Okay, wir haben uns also komplett richtig entschieden an der Stelle. So, das ist das. Was macht er? Er möchte sich die Hände waschen. Nee, das machen wir mal nicht. Denn wir... Obwohl, zuerst muss der Wilmer sich ja eigentlich mal um seine Blümchen kümmern, ne? Fällt mir da so ein. Erst muss der sich um seine Blümchen kümmern. In der Zeit gehst du hoch und übst Gitarre spielen. So, üben. Leg das Buch weg. Du musst jetzt nicht einfach sinnlos in Büchern blättern. Du kannst Gitarre üben, während Wilmer sich hier schick seine Gartenarbeit macht. Das sollte ihn auch wieder glücklich machen. Er ist zwar hier unwohl wegen... Oh, eklige Sanitäranlagen. Ja, das muss noch einer gleich aufputzen. Und er fühlt sich sehr, sehr gut hier draußen. Na klar, in seinem neuen Zuhause, in seinem neuen Biotop. Da mag er es natürlich sehr, sehr gerne haben. Was haben wir denn hier? Schon 26 Kartoffeln, schon ganz viel Basilikum. Petersilie haben wir auch ein bisschen was. Das ist doch mal schön, dieser Päckchen. Eigentlich kann man den ganzen Kram, den wir hier pflücken, auch erstmal verhökern. Gerade diese Blümchen hier, die braucht gerade kein Mensch. Um so die Haushaltskasse ein bisschen aufzubessern. Und ja. Und ich bin immer noch nicht auf Kommentare eingegangen, hab sie aber natürlich gelesen. und zwar hat Abby zum Beispiel gefragt, warum ich nicht die Terrasse einfach mal vorplane. Und dann kann ich das hinterher löschen, weil es ja diese Zurückfunktion gibt. Aber erstens habe ich Angst, das zu verkacken und dann habe ich es halt gebaut. Und zweitens kann man das dann immer noch in Ruhe machen, sobald man das dann hat. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Kompromiss. Das sollte dann gehen. Aber wir sehen, wir machen ja große Schritte darauf hin. Also wird es bald soweit sein. Und so können wir Ideen sammeln. Und du hattest noch gefragt, liebe Abby, warum ich den Grill hier hinquetschen möchte, obwohl wir hier hinten ein so riesiges Areal frei haben. Das ist auf der einen Seite schon richtig, aber auf der anderen Seite
So, er ist fertig. Wir können dann gleich losziehen. Auf der anderen Seite, hier wollen wir ja unten dann den Keller für Gonzales machen und dann das Ganze mehr oder weniger hier so zweiteilen. Auf der einen Seite machen wir dann das Gewächshaus für Wilma, auf der anderen Seite machen wir dann so diesen Schreinerschuppen und dann hätten wir hier vorne noch das Areal. Das stimmt schon, hier könnte man dann ganz cool was hinmachen. Oder dass man die Terrasse einfach erweitert, dass man die Terrasse vielleicht auf dieses Gebiet hier erweitert und dann macht man hier einfach die fette Grillparty drauf. Das würde natürlich auch gehen, gar keine Frage. War ja einfach nur eine Idee, das hier hinzuhauen, weil man da nämlich dann schön, ja, und eben beim Schachspielen hast du gesagt, das kommt hier oben hin. Ich werde mich deinem Wunsch nicht in den Weg stellen, aber ich sage, wir reisen mit Gonzales und ich muss wieder husten. Oh, ey. Ganz schlimm. So, wir wollen wieder in den Club, wo wir waren. Ich glaube, der war in... Wo war der? Wo war die Lounge? Die war in Oyster Springs, ne? Wir war die Lounge Solarfackel oder in die Bar. Ich glaube, wir wollen eher in die Lounge als in die Bar. Wir können aber wahrscheinlich den Standort auch direkt vor Ort nochmal wechseln. Aber ich glaube, wir wollen eher hier rein, weil man hier beides machen kann. Und hier ist eher so nur mixen. Deswegen gehen wir mal in die Lounge. Da kann nämlich der Gonzales auch Gitarre üben. Mitten in der Öffentlichkeit ist natürlich das Geilste. Aber auch da haben wir schon 12 Simoleons, glaube ich, zusammenbekommen. Da sind wir wieder. Und ja, komm. Gernhard fühlt sich nicht gut. Ey, der Wilma fühlt sich nicht gut. Kann ich denn hier mal an Bar arbeiten, Getränke mixen üben? Das ist deine Aufgabe. Mal sehen. Er ist relativ müde, also da müssen wir drauf achten. Gonzales, er möchte ein Getränk... Nee, mach mal. Spiel mal lieber hier. Üb mal. Einfach mal üben. Wieso nicht? Er geht auch mega motiviert schon hier hin. Ist natürlich schade, dass wir die Musik hier nicht ausmachen können, aber das hatte ich letztes Mal schon gesagt, glaube ich. So, Levelaufstieg. Level 4, der Gitarrenfähigkeit erreicht. Und zwar, Gonzales kann jetzt mit der Gitarre jammen. Er kann zudem Lieder aus dem Genre Rock spielen, das ist ja cool. Dann spiel uns doch mal ein, für die Runde jammen, oder spiel uns doch mal ein Rocklied, und zwar die Straße runter. Okay, komm. Er übt noch und wie sieht's auf der anderen Seite? Da, das Ding ist aus. Wilma. Ja, trinkt. Du solltest doch Getränke mixen üben, mein Freund. Wieder 8 verdient. Voll geil. Darf er nicht, weil der andere da steht? Kann das sein? Ah, jetzt steht er auf. Hauptsache, ich wollte noch gucken, ob der Walter nicht aus Versehen zweimal drin ist. Aber, okay, was ist hier los? Die gehen alle aufgebracht weg. Ah, der Walter kommt auch hier hin und gibt unserem Gonzales eine Runde. Kann Wilma Getränke mixen üben. Ah, jetzt darf ich, glaube ich. Yeah, nice. Das wird natürlich am Anfang jetzt nicht so cool sein. Und er hat die Mixenfähigkeit erworben. Nein, die neuen Mixfähigkeiten von Wilma ermöglichen es ihm, Drinks an einer Bar zu mixen. In einem höheren Level werden neue Rezepte freigeschaltet. Sehr, sehr cool. So hat jeder was zum Üben. Ah, guck mal hier, wieder 8 Dinger. 8 Simoleons von der Nancy Landgrab und Water geht richtig ab zum Jam von Gonzales.
Das ist ja mal ein flottes Solo. Spiel uns mal ein Rocklied. Komm. Ich geh mit durch die Straße runter. War voll nicht in dem Beat, aber gut. Yeah, weiter so. Töne haben gerockt. Er war gerade kurz beschrieben. Aber was? Das ist ja mal so mega unpassend gerade. Weißt du, wir spielen hier gerade fettes Rocklied. Nur finde ich schade, dass ich zu dem Rocklied nicht so gut die Texte finden kann. Oh Gott, Alter. Aber ich finde es echt schade, dass die sich hier beide so... Und er mixt einfach so vor sich hin und er denkt sich, ich will wieder arbeiten, aber ich mag auch Mixer werden. Shake it, Baby, shake it. Kann er dabei hier mit ihm plaudern oder so? Ich weiß es nicht. Aber wir üben hier ganz leger. Und was ist hier? Wir üben einfach weiter, was soll's. Nein, wir geben ihm kein Trinkgeld. Er hat dir die Show gestohlen, Gonzales. Und was machen wir da? Einfach zurückplimpern. So. Und er mixt einfach so vor sich hin. Der gute Wilmer. Er ist aber langsam müde, da kann er sich vielleicht gleich mal hier ein Getränk bestellen. Ne, wir machen hier Level 1. Das reicht doch fürs Erste. Er muss doch nicht sofort beide Level haben. Ein Level reicht doch erstmal und dann kann er sich... ganz gemütlich erstmal auf dem Klo entleichtern und danach vielleicht bei seinem Kollegen zuhören. Das macht ihn dann fitter. So, Pinnwand ist voll. Oh, maximal 200 Nachrichten. Wenn du nichts unternimmst, werden ältere Nachrichten automatisch gelöscht. Ja, ich drück doch immer weg hier. So, Level 2 der Mixed-Fähigkeit. Wilma hat jetzt Rezepte Rabatz und Orange da mit Pfiff gelernt. Er hat zudem einen coolen neuen Hinter-dem-Rücken-Trick gelernt und kann jetzt mit anderen über die Zubereitung von Tränken reden. Dann würde ich sagen, gehst du mal pinkeln. Ja, hier sind alle weggegangen, denn die Kombination ist halt natürlich schon doof. Ah, natürlich musste ich husten die ganze Zeit. Wenn das so weitergeht, dann werde ich nach der Folge direkt mal eine kleine Aufnahmepause wieder machen. Was eigentlich nicht so geil ist, jetzt ist der Walter wieder zweimal hier. Ich muss echt mal gucken, was das ist. Ich muss nach der Aufnahme wirklich mal gucken, was mit dem Walter los ist. So, ein Getränk bestellen und dann auf Getränk warten. Kann ich dann mit ihm hier... über Getränkzubereitung reden. Was tust du da? Moment, mein Hals, das ist unglaublich. Was tust du da so in deine Drinks rein? Ich shake die Dinger mit Limon. Ich mach immer noch ein bisschen Musik mit rein. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, in einem Kochbuch. Ah, ich mag Getränke mixen. Aber noch mehr mag ich Getränke trinken. So, mit Mike plaudern, die... Und ich hab meine Frau getroffen, die wollte ständig was mit ihrer Kommode und dann habe ich ihr gesagt, Lady, ruf mich an, wenn du wieder normal bist. Dann war sie ein bisschen beleidigt auf mich, ja. Kannst du dir das vorstellen? Diese Torten immer, nicht wahr? Oh, ich mag Torte. Ich will so wie nach Hause fahren und mir gleich ein bisschen Torte machen. Die müssen wissen, ich bin ein ganz guter Koch und ich kann ganz gut Torten machen. Nein, ich laber mich nicht voll, ich muss arbeiten. So, er hier hinten hört euch echt nicht auf, ne? Ich habe ja gehofft, dass er abhaut. Ich würde ihm am liebsten wegscheuchen. Aber gut, wir kriegen ja ein bisschen Trinkgeld, was soll's. Mir ist eingefallen, wir haben überlegt, dass wir die Türen verschließen können und so. Vielleicht können wir mit den dreien hier eine Runde bilden und da man die Türen jetzt so...
Bernhard befördert zum Star-Ingenieur. Gernhard wurde befördert und ist jetzt Star-Ingenieur. Er verdient 16 Simoleons mehr pro Stunde. Das sind ein Stundenlohn von 63 Simoleons pro Stunde. Das ist schon richtig geil. Zudem hat er einen Bonus erhalten, 633 Simoleons und eine Schildwache. Und die nächste Schicht beginnt am Donnerstag, also morgen um 9 Uhr. Wie geht es denn dem Gernhard? Gernhard hat, er braucht Spaß und hat Hunger. Dann soll er doch gleich mal herkommen. Dann kann er sich nämlich hier direkt hierher bringen. So, und du, hör mal auf zu spielen. Und erzähl mal Witze. Ja, bevor ihr gleich alle in die Hose macht, weil ihr so schlecht spielt, ja? Lasst mich mal einen Witz erzählen, okay? Pass auf, ich bin ein sehr witziger Mensch. Also, Gernot, du bist auch hier. Ja, herzlich willkommen, ja, schön, dass du da bist, ja. Ein Witz, treffen sich zwei Pferde, sagt das eine Pferd zum anderen, hey, warum so langes Gesicht? Aha, hab ich noch gar nicht gebracht, ne? Das ist, aha, in solchen Situationen bin ich mal so angespannt. Pass auf, also, ne? Genau, gehen zwei Blondinen über die Straße, ne? Sagt der andere Blondine zur anderen, ich will jetzt auch mal in der Mitte gehen. Verstehst du das? Okay, ich habe mal eine Frage an euch da draußen, ja? Und zwar, wieso haben Tankstellen, die 24 Stunden am Tag geöffnet haben, ein Türschloss? Was ist dahinter die Magie, hä? Das weiß niemand. Das solltet ihr euch aufschreiben und vielleicht für später merken, genau. Pass auf, es ist natürlich auch so, Also erstens mega anstrengend so zu reden und zweitens fällt mir leider auf die Schnelle nicht direkt ein guter Witz ein. Was soll denn das? Ich kenne doch eigentlich so viele gute Witze, ihr wisst das, aber wir haben schon eine kleine Zuschauerschaft. Das ist schön. Oh, der Arne ist auch da. Arne, schicke Flipflops. Der Arne ist hier und der geht mir so auf den Sack, ey. Komm, Gernhard. Vorstellen. Oh, danke. So, passt mal auf, Leute, ne? Passt mal auf. Also, läuft ein Igel durch die Wüste und dann irgendwann sucht eine Familie. Genau, das hätte ich noch erwähnt. Alter, ist das dein Scheiß ernst? Gernhard? Oh, vorstellen. Kann ich den vergraulen? Er ist halt, ne, angespannt. Kann ich ihn da so ein bisschen... So, Gernhard. Du sollst einen Handschocker reinlegen, genau. So, gemein. Anbrüllen. So, der soll einfach sich verziehen, wenn er hier seine Show macht, weißt du? Komm mal her, ich zeig dir was, komm mal her. Wie Geschäftsleuten das so machen, geben wir uns gegenseitig in die Hand. Ah, schade. Ah, so, jetzt nimmst du dein scheiß Drecks, Missgeburten, scheiß Talent und verpiss dich. War das noch nicht genug? Mein. Ich hab Unterhosen, die sind begabt als du. Und deine Mutter, die ist so laber, da war ich auch schon drauf. Die hat mehr als nur zwei Hügel, verstehst du das? Und jetzt Zeit, dass du die Schnauze hältst, Alter. So. Wie er nicht aufhört. Komm, Gonzales, da musst du dich selber verteidigen. So. So, da musst du dich selber verteidigen. Gonzales, es kann nicht sein, dass der... Man kann ja auch zusammen, ne? Aber wir waren zuerst da und dann kommt er einfach hierher. Ach, er ist Entertainer, er macht das, glaube ich... Er ist engagiert, ne? Wer bist denn du? Du bist jetzt hier der neueste Entertainer oder was? Ich würde sagen, du verpisst dich, meine Runde. So, und jetzt spielen wir wieder. Wir üben nicht, sondern wir spielen ein Rocklied und zwar ein Was für ein Tag. Ich glaube, das passt ganz gut.
Scheiß, das ist dein Ernst. Er futtert sich ein paar Chips rein. Wer haben wir hier? Der nette Herr von Riva ist auch da. Er geht wieder sehr gut. Yeah. Also ich muss sagen, das hört sich mittlerweile schon gar nicht mehr so schlecht an, ne? Da gibt es gleich 16 Löcke. Wahrscheinlich zwei auf einmal bezahlt, einfach nur. Selbst Geralt gefällt unser Jam. Das ist geil. Alter. Der geht mir richtig hart auf den Sack, ne? Komm hier. Aber einfach so. Armer Gonzales, komm. Geh mal auf die Toilette, genau. Der arme Gonzales. Abby redet mit sich selbst auf der Toilette. Das ist auch in Ordnung. Wo ist denn Wilma eigentlich aktuell? Wilma. Wo ist er? Ach, er ist hier, möchte nach Hause gehen. Ja, oh, er ist sehr, sehr müde. Da gehen wir schnellstens nach Hause. Genau, zurück nach Hause. Er geht schon. Naja, geht nach Hause gehen ist schon richtig. Und wir gehen gleich mit. Die anderen kommen auch mal mit nach Hause. Komm. Wir gehen kollektiv nach Hause. Bei sowas weiß ich noch gar nicht genau. Eigentlich ist Gonzales ja so ein sehr sympathischen, netten, freigiebigen, aber er lässt sich da auch einfach nicht gerne in die Parade fahren. Und wenn er da gerade sein Liedchen spielt, dann hat dieser komische Hansel da nicht zu kommen. Guck mal, komm, gehen wir, gehen sie alle. Die komplette Nachbarschaft. Alter Finne. Warum sind wir denn noch nicht zu Hause?